Alter! Sag mal! Hä? Hä? Meine. Die Aufnahme wurde begonnen. Begonnen! Die Aufnahme! Und damit einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hallo Wiese. Hallo Amorin und hallo Leute da draußen. Die vergisst du immer. Unsere schönen Zuschauer. Die vergesse ich natürlich nicht, aber du begrüßt sie doch immer. Ist doch wunderbar. Da freut mich immer sehr. Okay. Da freut mich immer sehr. Geiles Deutsch, ne? Ja, ich weiß noch, überhaupt nicht das, was aus Berlin kommt, Junge. Ja, Tischlern, ich mach dich Messer. Ne? Ja, ich mach eine Messerschießerei. So. So. Ja, kommst du mit dem Messer zu einer Schießerei, ja. Ja, mach ich. So. Für alle Leute, die noch gekomert haben und nicht mehr wissen, wie es gestern ausgegangen ist, 5-7 steht's für mich. Der gute Aborin darf sich Spiel aussuchen. Ihr seht es wahrscheinlich schon, Uno. Und der Aborin wird euch jetzt die Regeln erklären. Ja. Gefühlt ist das Spiel, wo meine Niederlagenserie begonnen hat und ich hoffe, es vielleicht hiermit zu beenden. Na klar. Staffel 1 hatte ich noch. Ja, Staffel 1 habe ich ja noch gewonnen. Und dann kam in Staffel 2 Spiel 6 Uno. Und seitdem an konnte ich nicht mehr gewinnen. Wenn man es so sieht, gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ja, und deshalb muss dieses Game jetzt einfach mal wieder sein. Dass er nochmal verliert. Das wäre jetzt bitter. Aber hey, dann, das ist ein Glücksspiel. Dann wähle ich demnächst nur noch solche Glücksspiele. Och, nee. Das nichts mehr mit Geschicklichkeit zu tun hat, sondern nur noch Luck-Game, bis ich es irgendwann mal gewinne. Ja, wir spielen ganz normal Uno. Also keine gesonderten Regeln hier mit 7-0 und so, was man hier oben wählen kann, dass die gesonderte Sachen machen. Es werden natürlich noch zwei NPCs dazukommen. Wiese oder meine Wenigkeit, wer zuerst von uns beiden zwei Runden gewonnen hat, okay, hat gewonnen bei Stammelzweig Uno. Okay, ja, ja, okay. Wenn der NPC gewinnt, dann spielt das keine Rolle, dann zählt diese Runde nicht. Genau. Altgesessene Zuschauer werden ungefähr wissen, wie es geht. Beginnt in einer Sekunde, startet. Probieren Sie doch das DLC mal aus. KI Luna und KI Ringo. Okay, hallo Ringo! Ich glaube, Ringo hat mir das letzte Mal. Doch, Ringo. Ringo war mein Freund. Warum sitzt du rechts von mir, Alter? Ich krieg doch deine scheiß Karten ab. Oh, Alter, mein Gamepad. Moment. Spielst du gerade Uno mit Gamepad? Nein, ich muss es aber abmachen, weil das übelst abging gerade. Das vibriert hier über meinem Tisch, sobald hier irgendwas passiert. Auf deinen Tisch, wenn irgendwas passiert. Na klar. Na klar. Was wünschst du dir jetzt? Oh, du kleiner Wichser. Hier habe ich kein Rot. Merkt ihr schon? Er beleidigt schon mal die. So, er beleidigt Kotzen. Schon mal so andersrum, weil mir gefällt es gar nicht, dass ich gerade vor dir bin. Nee, mach mal irgendwie anders. Och Mensch, nö. Ich wollte das dann vielleicht mal nehmen. Aha. Da wollte er also, hast kein Grün, warte. Oi. Oi. Okay, bitte? Nee, schade, geht nicht. Oi. Stimmt, das war wieder so ein Ding so. Scheiße, eine +4 kannst du da nicht drauflegen. Bitte nicht wenden, eine +4 besitze ich nicht. Ich aber. Wir spielen das mal und wünschen uns das. Was denn? Gelb. Genau, gelb habe ich nicht. Gelb wie die Sonne. Kriegst, guck mal, eigentlich schwarz auf schwarz stinkt. Das geht eigentlich nicht, ne? Man sagt, schwarz auf schwarz stinkt. 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 Alter, keine Sorge, ich komme aus Berlin und nicht aus Nord. Da stinkt man, oder? Nee, sagt was? Man, dass es stinkt. Wie stinkt? Scheiße. Ich kann sowas nie. Ach so. Der Flensburger meinst. Ich kann das auch nicht. Alter. Der Flensburger mit genau. Ja, der könnte 100%ig legen. Leider kann ich es nicht anfechten. Doch, ich könnte es. Ey, der Scharmütze ich und kann Fecht, anfechten. Alter, Leute, wenn ihr ein Fechtspiel habt. Scheiße. Ey, was wolltest du machen? Dass du was anderes hättest legen können, außer die +4. Man kann anfechten. Und was dann? Was passiert dann? Dann ziehst du. Und was ist denn. Naja, was passiert dann? Musst du ein Minispiel machen beim Anfechten oder was? Nein, ich kann anfechten oder ablehnen.
Und wenn das aber stimmt, dass du was anders hättest legen können als jetzt die plus 4, dann musst du ziehen. Dann muss ich nicht die plus 4 ziehen. Was ist denn das? Aber ja, das machen wir nächste Runde auch wieder aus. Das ist uncool. Oder, oder ich, wir lehnen es ab. Ich muss erstmal wieder 50.000 Karten ziehen, weil kein Rot oder keine 1 dabei ist. Ne? Danke. Ach, das machen wir nächste Runde aus. Das ist kacke. Ich wollte gerade zu euch sagen, so Fechten wäre mal geil. Wenn ihr so ein Fechtspiel habt, was unter 5 Euro kostet, sagt mal Bescheid, schreibt mal unten in den Comments. Comments, Kommentaren, Comments. Fechtspiel? Ja, irgendwie sowas. Wir hatten doch schon mal, Staffel 1 hatten wir doch hier, komm, nimm grün. Okay, Alter, nimm auch noch. Okay. Hatten wir doch hier Olympischen Spiele. Vielleicht gibt's da sowas? Mit einem, Mann, Alter. Ringo gewinnt gerade, das bringt das nichts, wenn egal. Du mich hier blockst. Es ist mir scheißegal, dass Ringo gewinnt, interessiert mich nicht. Ja, sowas wäre halt cool, so Minigames, so wir fechten, so mit Sportarten, die keine Sau interessiert. Ja. Was ist ja, ich fechte jetzt auch mal an, mal gucken, was passiert. Ich habe deine Karte gesehen. Achso, jetzt muss ich 6 ziehen. Ja. So, mach dann 6. Mach nichts. Dafür habe ich ein paar plus 2 auf der Hand. Jetzt kriegst du echt dich im Arsch, Alter. So, was hat hier Ringo? Ich die richtige Farbe bekommen hier. Keine Ahnung. Ja, Ringo hat okay, Ringo hat eh gewonnen. Wow! Applaus für Ringo! Applaus für Ringo! Ringo, ring dein Ding, Alter. Warte, ich drücke mal ganz kurz auf Weiter, weil ich mache gleich nochmal eine Lobby auf. Eigentlich sollten wir nicht auf Weiter drücken, weil... Aber nächstes Spiel beginnt innen. Soll ich jetzt verlassen machen? Ja, mach mal verlassen, weil ich mache nochmal kurz eine neue Lobby auf, weil das mit Anfechten ist kacke. Weil wenn ich will, dass der 4 zieht, dann packe ich die plus 4. Ja, das ist halt, ne? So, auswählen hier, so. Kein Bluffen, zieh 4 Farmpfade, können gespielt werden, ohne angefochten zu werden. Das musst du noch mit rein. Schuld. So, weiter geht's. So, zweite Runde, Leute. Der Ringo hat gewonnen. Bei uns steht es noch 0-0. Also, richtet drauf ein. Holt mal jetzt schon mal Popcorn, alles drum und dran. Kann bis zum Abend dauern. Könnte ein bisschen dauern. KI-Pudding, finde ich cool. So, wir sitzen wieder nebeneinander. Okay. Aber das ist auch gut so. Ach nee, ich kann ja. Schön, ich muss nichts machen. Das ist jetzt, läuft alles automatisch. Ich kann mich hier gemütlich hinsetzen. So, ich würde sehr gerne andersrum, weil Amorin will ich gerne in den Arsch treten, aber deswegen behalte ich das, was ich noch hier unten habe, falls ihr jetzt auf mich gerade bist. Mich gerade bist? Mich? Scheißegal. Hier unten, die rechts, ne? Und eine Farbe weg. So, toll ist, bei UNO muss ja nichts können, deswegen hat sich ja der Amorin das Spiel ausgesucht. Das ist vollkommen richtig, ja. Ich habe keinen Skill in keinem Spiel, irgendwie. Nee, Bomb-Arena habe ich da, gut, da hat er keinen Skill, ja. Da habe ich getillt, nicht geskillt. Ui, Yuki. Was ist denn das hier? Hier kommen andere Spieler dazu, das ist ja lustig gerade. Was hast du denn jetzt wieder eingestellt hier? War Tim, okay. Ist es öffentlich? Ja, vielleicht ist es auch öffentlich. Och, Avo, Alter. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Das Öffentliche soll er mitspielen. Das ist mir was. Wat, Himmi? Ach, guck mal, jetzt kommt noch J-Mo-N 12-10. Die ziehen erstmal. Du hast doch hier irgendwas vor, Alter. Na, J-Mo-N ist schon wieder gleich bereit. Okay, krass. Loppelei. Oh, sehr schön. Nein. So. Ja, bin ich. Ja, Jay Moreni, bin mal. Nicht? Okay. Ist doch belastend. Ja, hast du schon davor auch schon gehabt. Ja. Yeah. Kann Lala Netz machen? Kann nur das legen. Hoffen, dass er kein Grün hat. Oder nicht. Sicher.
Hat er nicht. Ja, so die berühmte Mucke im Hintergrund, Alter. Dazu könnte man schön Yoga machen oder irgendwie sowas, weißt du das? Ja, und ich kratz gerade meinen Bart nebenbei. Nee, ich kratz gerade nichts anderes, meine Hände sind oben, Leute. Nicht, dass ihr sofort denkt, die Krippe sind immer an. Ja, natürlich. Mit alle die Plus 4 hier, Leute. Wie gesagt, das ist ein Glücksspiel, ne? Uno! Ist ja auch ein Glücksspiel, was muss man nie können? Gar nicht. Gelb, okay. Willst du doch nicht. Naja, ich gehe mal davon aus, dass du gelb hast. Das andere wäre jetzt ein bisschen lame. Jo. Guter Junge. So, das Problem ist, kann ich nicht machen. Dann ziehe ich lieber ein paar Karten. Quietsche-Engine sieht irgendwie lustig aus. Bevor der gewinnt. Aber huch, jetzt habe ich hier. Ah, wie komme ich jetzt hier zurück? Okay. Was hast du getan? Ich habe auf das Quietsche-Engine drauf gedrückt. Auf so. Wartemi. Warte, Timmy? Nee, warte, Timmy. Es ist schlecht. Sein Name klingt nicht sehr gesund, sagen wir mal so. Oh, er hat ein süßes Bildchen drin, ey. Das stimmt. Also. Dritte plus vier, ich zähle mit übrigens. War Artemi? War Timmy? Warte, Mi. War Timmy? Ach, man muss doch irgendwie die Zeit hier irgendwie, weil das dauert die 15, 16 Stunden, Leute. Sag ich doch, geht nochmal pullern. Ich hab mal eure Hörer drinne. Ich schrei ganz laut, wenn ich hier vielleicht gewonnen habe. Ja, komm hier, war Temi. Kriegst du auch noch. Aua, das war mein Knie. So, ich setz mal hier jetzt ganz möglich hin mit Füßen hier oben drauf, so. Ich sitze auch eigentlich schon relativ entspannt. Aber ich kann hier noch mein Zack. Oh, jetzt hat er seinen Sackkratzer an. Ja, kann man noch zurücklehnen. Auch schön. Soweit mache ich nicht, weil sonst sieht man mein Doppelkinn. Ah, da fährt ich. Da müsste ich die Kamera. Guck mal, hup. Da fährt ich den Bart. Ja, wie ist der Bart da, dass man das Doppelkinn sieht? Ach so, warte mal, doch. Ich kann da so, ob ich so schlau bin. So, yeah, so. So richtig so hin, oh, so richtig hinfläht. Zwar sieht man mich kaum, oh, guck mal, mit Doppelkinn sieht man auch nicht. So, jetzt noch eine Pulle hier hin, mit einer Mulle, Alter. Oh, eine Mulle. Eine Mulle habe ich gerade nicht da, schade eigentlich. Aber wir trinken ja nicht, wir sind ja live kurz vor 8:30 Uhr früh morgens sonntags. Papa? Ja, stimmt, damit das um 9 Uhr deswegen dürfen wir noch kein Alkohol trinken. So, ich wäre dafür, wenn einer gewinnt, der hat einfach gewonnen. Wie lange haben wir schon auf die Uhr? Ah, noch nicht mal 15 Minuten, Mensch. Deshalb, also noch nicht, ne? Noch nicht, erst nach einer halben Stunde. Sollte sich das so lange hinziehen. Ja. Deswegen, Leute, geht nochmal in ganz in Ruhe kacken. Ihr habt noch Zeit. Oh, warte mal, ich hab noch zwei Karten. Naja, du hast noch zwei Karten. Aber so hat er ihn nicht zu sagen hier mit Moran? Jumoran? Das ist eine schöne Karte. Die finde ich gut. Ja, finde ich auch super. Finde ich super. Bruno! Ja, Entschuldigung, war Temi? Klingt so wie eine Krankheit, Alter. War Temi? Hat er grün? Oh, no, 1-0! Leute, die gerade kacken waren, tut mir leid, aber ich hab gewonnen. Bislang so. eine Therapie. Jetzt warten, nichts machen. Auch nicht auf weiterdrücken. Ich finde die toll. Lass die doch mal hier, Wartemi. Ah, der hat sich getrennt. Wartemi ist noch drin. Ja, Wartemi. Mit Wartemi spielen wir. Mit der Arschkrankheit Wartemi. Wer kennt sie nicht? Oh, Ringo darf gleich ziehen. Oh, Ringo Dingo. Ringo. Oh, ich muss. Ringo Dingo. Ich hoffe, man hört es gleich nicht. Also, wir bleiben dann doch bei Best of Three. Huh, hat man es gehört? Was, hast du gepupst oder wie? Nein! Wer ist denn nicht? Eine andere hat man nicht gehört, da habe ich wieder gelacht. Also ich habe es nicht gehört. Weil du selber so ein Warzenschwein bist. Ey, komm, ich bin auch. Ey.
Ey, dünn könnte ich Timon sein. Du bist Pumba. Oh, El Tete ist dabei. El Tete oder El Tete. Der hat aber einen coolen Wolfsfoto. Ah, ganz nett, ja. Oh, guck mal, jetzt will ich es wissen. Ich werde sowieso Effekt hier in dem Spiel. War Timmy und El Tete. Ja, von El Tete wäre ich gerade getötet. Könntest du auch El Tete machen draus. El Tete. Ich spiele eine 8, dann sage ich gute Nacht. Guck mal, aber ihr seid fast Buddies, ne? Ihr habt eine 888 und eine 83. Wahnsinnig Buddies, ja. Und vor allen Dingen, Schlauschauer, Entschuldigung. Das ist noch der Rest von gestern, von gestern. Schlaue Zuschauer wissen, was vielleicht die 83 bedeutet. Dann könnt ihr mal ausrechnen, wie alt der Aurin ist. Ich wollte nichts gesagt haben. Und El Tete ist 888 geboren, oder wie? Ja! Und wieder zurück. Aber ihr beide magt euch. Mögt euch. Mögt. Ja, ist doch mag, schön. Mögt. So. Bis jetzt funktioniert das doch ganz gut. Also halbwegs. Also hat mich zwar schon ziehen lassen, aber... Ach nee. Verziehen. Ich mag meinen... Oder ihr. Warte nie. Wobei El könnte auch Spanisch sein. Español. El Tete. Oder irgendwie so ausgesprochen. Nee, es ist bei mir El Tete. El Tete, okay. El Tete und Warte mi. Warte mit die Arschkrankheit und El Tete, der ist der Doktor davon. Und Leute, nein, wir haben zwar ein bisschen später abends, aber wir haben wirklich noch nichts getrunken. Nee. Es ist einfach nur das Spiel, was so faszinierend ist. So. Ja, es ist halt ein völlig entspannendes Spiel. Mhm. Ich mag das Tatsache. Und irgendwie ist gerade auch gar nicht so richtig Hass da, weil ich mir so sage, hey, das ist eh alles Luck, jetzt kommt nur plus 4 von El Tete. Da wusste ich's doch. Aber eine 4 auf, also schwarz auf schwarz stinkt, das stinkt. Schon wieder! Das geht doch nicht! Ding, oder was? In Oldschool Uno geht doch schwarz, schwarz auf schwarz stinkt. Mhm. Oh, Schwein gehabt. Komm, Vatimi. Also das Glück ist mir nicht heute, ich meine, wiederum du bist auch keine Beweis. Frau. Das hat mit Frau zu tun. Natürlich. Ohne mit Sprechen. Wie du nicht mal schreiben kannst. Eine Frau mehr Glück als ein Mann? Was ist das denn? Stopp! Was ist denn das schon wieder für eine Kacke hier? Ja, komm, immer mehr. Ja, komm. Und Rinder. Ja, hier. Leck mich am Arsch, Alter. Kannst du mich mal, weißt du das? Ja. Nur weil du gerade hier wieder... Ja, komm, gib ihn. Ja, armer El Tete. Ja. Kriegt das aber wieder, ist auch richtig so. Er hat mir vorhin auch reingedrückt. Wobei eigentlich ist Wartemi derjenige welcher. Jetzt haben wir wieder alle schön die Anfangskarten und wir sind wieder bei 0. So, läuft doch. So, jetzt mal. Aber du so eine Kacke machen musstest wieder hier. Ich? Ja, natürlich. Wir hätten die plus 4 gespielt gerade. Ja, du hast, weil ich wusste, dass du auch eine plus 4 hattest. Weil ja, wir live. Natürlich ich wusstest du das. Ich sehe auch mal zwei Bildschirme. Manchmal, wenn ich mal rüber gucke. Ah. Achso, du hast bestimmt eine plus 2 auf der Hand. Das tue ich aber auch, ich gucke auch immer rüber. Natürlich eine plus 2 auf der Hand. Siehst du, sag ich doch, weil ich doch deine Karten sehe. Du bist doch live bei Stream. Wir sind doch live. Wir sind live. Wir haben es. 9 Uhr 19 haben wir gerade früh morgens. Oh Gott. Oh, was ist denn jetzt? War ich gar nicht dran? Nee. Aber ich kriege blau. Entschuldigung. Es ist ja auch ein Zustand und keine Farbe, weißt du doch. Ja, das stimmt. Guckst du wirklich in meine Karten? Ich sehe es da drüben, Mann. Nee, guck mich eigentlich immer sehr gerne an. Ich guck mischerweise, ich check immer... Ich hab alle fucking Farben, außer durch. Grün. Der nimmt grün. Wieder. Was für ein Ding, jetzt hat mir auf gepasst. Was macht El Tete? Und was macht Salami? Ah nee, Wasabi? Wasabi könnte man, warum hat das nicht Wasabi genannt? Wasabi! Oh nee, ja komm, gib's mir, ja kann ich. Nee, aber Wartemi ist schon. Gib ihm das doch einfach zurück. Ich hab kein Blau, du Hornochse, Mann, was soll ich denn damit? Hier, bist nochmal dran. Oh, ich hab kein Grün, du Assi. Hab ich gesehen. Da hast du doch eine, das kann die Zone, lügt noch nicht.
Oh, Action hier. Aktion, Aktion, Alter. So, Karten zum hohen Preis hier. Muss weg, muss weg, muss weg. Jetzt ziehe ich gleich wieder Viere. Nee, El Tita hat eine 4 für dich. Nee, doch nicht. Hm. Oh, andere Farbe. Wenn du das sagst. Ja, schön, bin ich dabei. Das ja, ist prima. Ich tüte das jetzt mal aus, ne? So, jetzt brauche ich eine andere Farbe, Leute. Vatimi? Okay, nee. Er gibt mir auch keine. Mal gucken, was Avo macht. Er gibt mir auch keine. Und da habe ich leider nicht. Jetzt ziehe ich wahrscheinlich wieder. Oh, nee, wieder Schwein gehabt. Plus 4? Ach nee, okay. Nee, Sweet Home Alabama. Es geht ja auch oben rum, deshalb hat er jetzt natürlich keine plus 4, ne? Mach doch mal, was ich gegen Vatimi was machen kann. Du legst auch nur Kacke. Siehst du, ja, Ofring, ihr seid keine plus 4. Wie soll ich denn machen, wenn du was hinschmeißt, ne? Also, es darf hier jeder gewinnen, nur du nicht. Ja, natürlich. Ist die Aufnahme wenigstens nicht 45 Minuten lang? Ich sehe das aber schon kommen, dass das so lang wird. Nee. Bitte jetzt, Omre. Omre, Omre. Yes. Geht doch. Vatimi ist mein Freund. Och, Mann, Alter. El Tita ist mein Freund. So blau hat er ja nicht. Hab ich aber, das letzte Mal, wo wir hier ohne gespielt haben, habe ich Pech gehabt, immer mitziehen. Jetzt geht's einigermaßen. Hab mich bislang nur einmal aufgeregt. Das letzte Mal war es. Nein, Uno, Leute, Uno! Uno, andere Farbe, behält die. Der hat kein Grün auf der Hand. Der hat kein Grün. Komm, El Tita. Jawoll! Scheiße. Ah, kurz andersrum. Oh, behalte ich die, Leute? Behalte ich die? Komm, ich hab keinen Bock drauf. Komm, Vaseline. Erfolg freigeschaltet, Joker. Ich hab Joker freigeschaltet. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, no. Oh, Alter, wisst ihr, das ist ja richtig so Avorin Assi-like, ne? Hat schon Uno und dann fisst er die nochmal. Also, da kommt er mit der zweite Faust auch nochmal in deinen Arsch rein. Weißt du, mit einem plus 2 in der Hand. Und wenn er jetzt Uno hat, pass auf, Alter, dann kommt er mit seinem ganzen Gemächt nochmal. Komm, euch. Komm, El Tita. Gib es mir. Ja! Ja! Buh! El Tita, bist geil, Mann! I love you. Entschuldigung, Vaseline da drüben. Ich bin rot. Hab ich auch für dich die Farbe. Aber der hat überlegt, ob er es macht. Der hat überlegt. Mann, ich komm von dieser eine Farbe dann hier weg. Mm. Ja! Was war denn schon wieder? Entschuldigung. Das merke ich immer danach, was ich für... Och nö, komm, Alter. Oh, Hurenknecht, ey. Du hast trotzdem Kacke. Also Entschuldigung, nicht die Politikerin, nicht, dass wir jetzt hier politisch wären hier auf einmal. Das Spiel soll mal wieder nicht zu Ende gehen, wie ich gerade merke. Komm, Vatimi. Wasabi, ihr braucht eine Weile. Okay, jetzt kommt er. Alter, ich komme von einer beschissenen Farbe da unten nicht weg. Wisst ihr denn? Ja. Was macht er jetzt? Grün. Oh. Okay. Ja, das ist so für gut. Die Leute, die jetzt irgendwie. Was hätten wir machen müssen? Wir müssten einfach kurz einfach nur weggehen aus der Kamera. So, wenn die Leute durchskippen, dann denken die, ach, Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich hab jetzt alles kaputt gemacht, irgendwie sowas, weißt du? Oder. Oh, El Tita ist raus! So. KI-Pudding ist dabei. Nein, hatte Dingsbums keinen Bock mehr? Oh nein, 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 nein! Was legt er denn? Was, oh Gott! Och Mann, jetzt kommt er schon wieder mit seiner zweiten Faust in der Hand, Alter. Seine zweite Faust in der Hand? Ach, vergiss komm das, schon. Komm oder wir müssen... schon. Oh, komm, bitte, bitte, bitte. Pudding, bitte, Pudding, bitte. Pudding, Pudding. Das ist die falsche Farbe. Mann, Avo. Mann, mach mal bitte andersrum. Ich hab ne Karte in der Hand. Bitte, bitte, bitte.
Und der sagt nicht mehr, der hat bestimmt Yelp auf der Hand. Guck mal, hier Vaseline macht immer noch eine Mache mit. Boah, er zieht. Oh, der hat bestimmt Geld auf der Hand. Oh, bei Pudding gibt's einen Wechsel. Asamusam. Ach du Scheiße. Uiuiui, jetzt haben wir international auf jeden Fall. Aber das ist doch gut. Ja, danke. So, der Asamusam geht jetzt bestimmt wieder raus. 1-1, nächste Game entscheidet, außer die Gegner gewinnen. Und ich werde dafür, dass wir gleich die ganze Zeit, also ein paar Sekunden so ein bisschen reden, weil die, wenn die alle die Folge skippt haben, denken wahrscheinlich auch nochmal, es ist kaputt irgendwann. Warte, Alter! Sag mal! Und auch noch so komisch bewegen dabei. Alter! Leute, hört auf vorzuspulen. Uns wird ganz schlecht. Mir wird uns ganz schlecht. Bitte. Aber ich verstehe diese schöne, entspannte Musik. Alter. Ich kann die wirklich wegnippeln, ne? Ich versteck mich. Dabei ist das noch gar nicht so spät. Oh, wir haben in dem Fall Glück. So, Asamusam. So Leute, ich wollte nur sagen, für das Vorgeskippe bin ich jetzt eine Zeit lang weg. Ihr hört mich nur noch, das habt ihr euch selber nicht zuzuschreiben. Zuzuschreiben? Ich brauche echt gleich ein Bier. Aber eine plus 2 packt doch noch zum Schluss. Klar. Das ist von Betway, ne? Glaube ich. Na klar. Setz die Wette. Na klar. Kann ich original nachmachen. Ob ich das eigentlich wirklich gegangen oder bist du jetzt abgehauen oder? Aber du hörst mich doch noch. Ja, hören tue ich dich noch. Naja. Dann kannst du nicht weit weg sein. Höchstens nein, natürlich nicht. Ich knie noch vor meinem Kopf, knie vor meinem Schreibtisch. Also sieht ein bisschen doof aus. Wenn jetzt einer hinter mir sitzen würde, wäre was sauber. Mann, Abo, du bist so geblöd. Oh, geil. Aber das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil der Olle nämlich da, obwohl er eine Karte hat. Asamui gesehen, habe ich gar nicht drauf geachtet, dass er eine Karte hat. So, ich sitze halt im Schneidersitz, ne? Habt ihr euch selber zuzuschreiben, Leute, hier. Ah nein, Abo hat schon Uno? Nein, der freut sich zu sehr, der freut sich zu sehr. Ja! Ich höre nur... Wie so ein schlechter Porno, Alter. Das ist ein richtig schlechter Porno. So, ja, schade. Okay, 7-6. Das war jetzt mal wieder notwendig, nachdem ich hier 4 Spiele in Folge verloren habe. Ja, da sieht man einfach, dass der Abo King Aim hat. Und dann muss er wieder mit so einer Glückspisse wieder irgendwelche Scheiße raushauen. Aber vielleicht habe ich es jetzt trotzdem geschafft, das zu drehen. Es hat damit begonnen und vielleicht hat es damit jetzt auch endlich geendet. Nee, jetzt darf ich mir wieder ein Spiel aussuchen. Es kommt ein bisschen wieder hier Aim rein, so, weißt du? Aha, Bombot. Ja, gut. Bombots habe ich selber verkackt und weil es das andere Ballerspiel da. Ja, da hat man gesehen, dass du einfach kein Aim hast, ja. Aber Bombots, ja, das war mir zu viel auf der Karte. Das war zu viel für mein Gehirn. Da bin ich zu dumm. Oder guckt euch einfach Serious Sam an. Da kriegt ihr auch mit, dass ich kein Aim habe. Da nehme ich mal die Schrotflinte, weil die hat eine gute Streuung. Naja, sag ich doch einfach. Ja, ja, ja. So, es steht 7-6. Noch für mich. Ich darf mal das nächste Spiel aussuchen. Wird auf alle Fälle kein Glücksspiel sein. Ich hab das auch schon im Kopf. Weil hätte ja sein können, dass ich gestern verloren hätte. Deswegen. Ich bin gespannt. Ja. Aber jetzt sehen wir es nächste Woche, meine lieben Leute. Ich sage tschö mit Ö. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und nicht vergessen, ist dein Daumen oben, kannst du uns vielleicht loben. Wir winken mit Herz zu euch. Punkt. Das war's.
Tschüss, liebe Leute. Tschüss.